YouTube, herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Ein relativ großes Unboxing, nämlich das des Redmi F8. Ein ja, kabelloser Stiel-Staubsauger, Akku betrieben, der mit 19.500 Pascal, ich muss lügen, oder 18.500 Pascal, irgend sowas Saugkraft daherkommt. Und ja, eigentlich ein großer Kontrahent von Dyson und oder Vorwerk sein kann hier auf dem deutschen Markt. Es gibt ihn auch aus dem EU-Lager zu kaufen, da habe ich ihn auch herbekommen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch nochmal kurz unten in der Beschreibung. Die Bestellung selbst lief über PayPal, das heißt, das Geld war zu jeder Zeit sicher. Ich weiß, dass es hier und da immer wieder Leute gibt, die sich nicht trauen, bei so Shops wie Gearbest oder Geekbuying zu bestellen, weil sie immer nicht so genau wissen, ob da die Sachen auch wirklich ankommen. Also hier der lebende Beweis dafür, die Sachen kommen an, das Geld ist auch immer sicher unterwegs. Wie gesagt, mit PayPal bezahlt ist es gar kein Thema. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was in der Box ist. Und dann schauen wir mal, ob der Redmi F8 gegen den Dyson V11 absolut ankommt. Den Dyson, wie ihr wisst, ich verlinke auch das Video oben nochmal, hatte ich knapp 6 Wochen im Einsatz gehabt dann insgesamt und habe euch auch ein Review gegeben. Tolles Gerät, der Dyson jetzt. Was mich daran gestört hat, war das Gewicht und auch die Ergonomie. Beide Sachen, die mich beim Dyson gestört haben, sind wohl hier anders. Deswegen habe ich mir den geholt und auch noch davor geholt, nämlich danach soll dann auch schon der Redmi Nex kommen, der dann auch nicht nur staubsaugen kann, sondern eben auch nachwischen kann. Davon gibt es jetzt auch, ich glaube, einen Marktbegleiter hier in Deutschland, der das auch macht oder der hier auf dem deutschen Markt vertreten ist. Redmi will das auch machen, der soll Anfang Juli auf die Welt kommen, beziehungsweise auf den Markt kommen und da bin ich auch direkt dabei und werde den testen. Von meinem eigenen Geld gekauft, nicht gesponsert, mir ist es wichtig nochmal zu sagen, der wird auch danach dann nochmal weiterverkauft. Ich lasse mir aber nicht nehmen, wirklich mal zu testen, ob es wirklich immer 649 Euro für einen Staubsauger sein müssen, der richtig gute Qualität und auch gute Saugkraft hat oder ob es eben ausreicht, 234 Euro, was ich hier jetzt bezahlt habe, auszugeben und einen vergleichbaren, wenn nicht sogar besseren Staubsauger dazu haben. In diesem Sinne geht es jetzt los und wir packen das Teil mal aus. Ich habe mir dazu erstmalig ein Multitool mal zur Hilfe geholt, damit ich nicht immer mit irgendwelchen dahergelaufenen Scheren, Messern und Schraubenziehern hier die Verpackung öffnen muss. Also, da ist das Teil. Hier sieht man es nochmal, was da drin ist. Stielstaubsauger. Hier sieht man noch nicht, vielleicht von der Seite. Hier, was ich gemeint habe mit Ergonomie. Hier. Und zwar ist hier der Griff von dem Staubsauger hier einmal rundrum, sodass ich eigentlich erwarte, dass ich immer, wenn ich den Staubsauger richtig greifen kann, eben auch den richtig in der Hand habe. Ansonsten sehen wir hier auf der Seite nochmal, dass es dazu einen eine magnetische Wandhalterung gibt. Die ist insofern magnetisch, dass ich ständig den Staubsauger auf dem Boden stehen habe und dann eben an diese Ladeschale dran drücke, der dort automatisch hält und nicht von der Wand wegfällt. Das ist soweit ganz gut. Dann sind verschiedene Bürsten dabei, wie auch bei den anderen Geräten auch. Von Dyson das der Fall war. Ist wohl relativ leicht zu öffnen und ein Highlight ist hier auch nochmal, dass hier ein Licht unten an der Düse dran ist, das automatisch angehen soll, wenn der Staubsauger in dunkle Verhältnisse einfach reinfährt. Ja. Ansonsten gibt es da auch noch eine Xiaomi-App oder eine Smart-App dazu, über die ich den Staubsauger steuern kann, ja noch eigene Saugstufen einstellen kann. Da bin ich mal gespannt. So, und dann schauen wir mal. Der war wohl schon mal offen, denn ich brauche gar kein Tool, um das zu öffnen. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht hat auch nur der Zoll mal ausprobiert, wie das Ding funktioniert. Ja, hier ist irgendwas drin. Schauen wir mal. Hier ist drin noch ein Filter, eine Bürste und irgendein Tool mit einem Cutter noch dabei. Gespannt, wofür das ist. Sonst ist da nichts drin. Stick a wall to suck the bracket here. Okay, keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. Ich bin gespannt. So.
Dann geht's weiter. Hier einmal. Da steht. Ich muss euch einmal mit dem Handy ein Foto machen. So. Also relativ schön eingepackt hier alles. Alles wie so Tetris ineinander geschoben. Einmal der Power-Adapter. Dann Magnetic Wall Mount, mal die Wandhalterung. Dann haben wir hier einmal, das ist eine Bürste, da steht Rolling Brush. Dann haben wir hier, oh, das freut mich richtig. Es gibt im Internet, auch dort, wo ich bestellt habe, steht dabei, dass diese kleine Bürste, die Milbenbürste, und auch super für Auto etc. mal zu saugen, dass die nicht dabei wäre, dass das Zubehör wäre, das extra gekauft werden muss. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ich das irgendwo kaufen kann. Habe aber danach gelesen, dass wohl ganz viele Leute jetzt auch bestellt haben und die Bürste mit dabei ist. Deswegen freue ich mich doppelt, dass ich hier diese Bürste auch dabei habe. Also top. Dann haben wir einmal eine Verlängerung. Das ist dann wohl einmal das oder ein Teil des Staubsaugerrohrs selbst. Hier steht nochmal dran, Reutmi Digital Inverter Motor 415 Watt F8. Schön, es ist Metall. Auch die Konnektoren hier wirken wirklich wertig. Es ist hochwertiges Plastik, wirklich top für den Preis. Und den Hintergrund, dass es irgendwie ja im Hinterkopf bei jedem doch so ein bisschen China-Ware ist, ob das dann so gut ist. Top-Verarbeitung, wirklich. So, das ist nochmal ein Foto wert für euch. Und yep. Noch eins. Denn das ist alles wirklich schön verpackt. Hier ist dann auch genau top. Da freue ich mich auch drauf. Man sieht schon, ein flexibles Rohr, sodass ich auch wirklich in jede Ecke reinkomme. Und das lässt sich nicht nur so verbiegen, sondern eben auch so in die Länge ziehen noch. Also top. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht beim Staubsauger. So, nächste Bürste. Eine noch mit Schutz drauf hier. Echt schön gemacht. Also eine Bürste hier nochmal, mach das jetzt mal noch gar nicht ab, aber eine Bürste, mit der ich ja so auf dem Tisch oder überall auch im Auto etc. einfach mal drüber gehen kann, auch mit so einer Teppichbürste hier nochmal drin, echt schön gemacht. Und hier auch nochmal extra der Hinweis darauf, stellt es scharf, ne, ein Hinweis darauf, hier it can be separated, das heißt, hier kann man das Teil nochmal auseinanderziehen, damit man auch eine Fugenbürste hat, top gelöst, dass man das auch direkt kombiniert. Kommen wir zum nächsten, hier ist der Filter drin. Und dann haben wir die große Bürste. Auch super, dass das, wie gesagt, alles elektrische Bürsten sind, so wie man es auch von Dyson kennt. Die elektrischen Bürsten machen einfach mehr daher, weil die schon die Power haben, um aus dem Teppich selbst quasi erstmal alles rauszubürsten an Dreck, um dann mit der entsprechenden Saugkraft den Dreck eben auch rauszuziehen. Deswegen war mir das so wichtig, einen Stielstaubsauger zu haben, der einfach nicht nur einen Akku hat, sondern eben auch elektrische Bürsten hat, sodass man das anständig ja, den Dreck eben rausbekommt. Hier im Unterschied zu Dyson ist hier eine Gummilippe und keine relativ harte Bürste drin. Ich bin gespannt, wie da der Unterschied ist im täglichen Einsatz, während dass hier die andere Bürste hier relativ weiche Bürsten sind, kommt man eigentlich ganz gut überall durch, glaube ich. Hier unten drauf nochmal so ein Schutz, damit man auf dem Boden nicht lang kratzt, damit sich da der Boden nicht verkratzt. Auch hier vorne nochmal, wo der Staubsauger am Ende aufliegt, nochmal so eine gefilzte Rolle, sage ich mal. Auch top gemacht. Auch die Verarbeitung wirklich. Dyson. Ich glaube, der Reutmi F8 ist, was ich im Moment in der Hand hatte, besser verarbeitet, besseres Plastik, bessere Qualität als der Dyson. Ja, und hier... okay. Man denkt immer, der kann nicht so viel leichter sein wie der Dyson, aber das hier ist wirklich um einiges leichter. Das sind hier knapp jetzt 1,5 Kilo. Ich muss lügen, ich glaube 1,5 Kilo.
Und der Dyson, das waren, glaube ich, 2,5 Kilo, wo allein das Teil oben dann gewogen hat. Top gemacht, wirklich. Und ich merke jetzt schon, das ist genau das, was ich damals bemängelt hatte beim Dyson. Den kann ich hier so halten, ohne Probleme. Schauen wir mal, ob die Batterie angeht. Ne, das ist wohl nicht die Batterie. Hier oben ist der Powerknopf. Okay. Riecht neu. Ich bin gespannt. Hier vorne sind noch überall Schutzfolien drauf. Das sieht alles top aus. Wie will man gerade gucken, ob wir das rausbekommen hier. Oh, ja, fertig. Super. Also, den Schmutzfänger hier oder den Schmutz, wie nennt man das, den Schmutzbehälter, kann ich einfach so mit einem Klick hier vorne drauf, ein kleiner Knopf abmachen und der klickt auch rasend schnell wieder ein. Top zum Entleeren und dann schauen wir mal, ob das Entleeren selbst auch so gut geht. Da ist wohl hier irgendwas noch zum, keine Ahnung, hier ist der Filter. Es sind wohl zwei Filter, denn einer ist drin und einer ist nochmal dabei. Das ist gut, da habe ich direkt schon Zubehör dabei. Und hier lässt sich dann wohl, okay. Ja, also so einfach öffnen und dann kann der Schmutz auch raus. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen Übung drin hat, kann man den auch ohne Probleme aufmachen, ohne dass einem der Schmutz direkt entgegenfällt. Wahrscheinlich einfach so aufmachen und dann runterfallen lassen und fertig. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Auf den ersten Blick wirkt der Behälter ein bisschen klein, muss man schauen, aber ich glaube, oder aus der eigenen Erfahrung raus, auch mit dem Dyson weiß ich, dass man eher öfter staubsaugt als mit einem herkömmlichen Staubsauger mit Kabel. Deswegen hat man ja auch immer weniger Dreck. Auch in einem Zweifamilienhaushalt sind wir mit dem Dyson eigentlich super klar gekommen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendeine Einschränkung haben, was jetzt die Kapazität angeht. Ich glaube, das sind hier 400 Milliliter Kapazität. Der Dyson hat mehr. Ich weiß es nicht. Wenn ich die Info noch bekomme, blende ich euch das jetzt hier im Video ein. Gut, sonst ist nichts in der Box. Das heißt, wir haben jetzt alles da. Ich mache das jetzt alles mal schön auf dem Tisch und zeige euch noch ein Bild dazu. Und dann bin ich mal gespannt, was hier die nächsten Wochen mit dem Redmi F8 so alles funktioniert. Das Auto sollte auch nochmal sauber gemacht werden. In diesem Sinne schauen wir mal weiter. So, kurzer Cut. Ich drapiere alles hier auf dem Tisch und dann sehen wir uns nochmal. So, ich habe euch jetzt auch noch ein paar Bilder gemacht, damit ihr seht, was hier alles vor mir liegt. Ich bin von dem Zubehör positiv überrascht. Wirklich top, dass diese kleine elektrische Bürste noch mit dabei liegt. Auch über dieses flexible Teil bin ich wirklich positivst überrascht. Das ist wirklich was ich auch bei dem Dyson eigentlich vermisst habe, damit man auch im Auto oder auch in Ecken irgendwo einfach noch flexibler ist. Das Gewicht von dem Teil ist wirklich angenehm. Ich bin gespannt, was auch die Dame des Hauses hier dazu sagt, ob das ja einiges besser ist dann als der Dyson. Ich finde im ersten Moment oder auf den ersten Blick auf jeden Fall. Die LEDs hier vorne habe ich jetzt auch mal geguckt. Also hier vorne ist wirklich so eine Leiste, wo ein Licht dahinter ist. Da bin ich gespannt, bei welcher Helligkeit oder Dunkelheit das Ganze aufgeht. Verarbeitung soweit ist wirklich top und ich glaube, das ist idiotensicher zusammenzustecken, wenn man alle Folien hier noch abmacht. Also das geht dann einfach Playmobil-mäßig zusammen und dann hier unten ist auf, da ist auch auf und dann ist der Staubsauger auch schon fertig montiert. Also auf den ersten Blick wirklich ein top verarbeitetes Gerät. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt mal noch alle Folien, alle anderen ab und dann geht's in die Testphase und dann schauen wir mal, wie der Staubsauger sich im Alltag schlägt. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Denkt dran, mir auch auf Instagram, Facebook und Twitter zu folgen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die Glocke für die Leute, die wirklich über jedes Video informiert werden wollen. Es gibt auch mittlerweile, habe ich gelesen, noch mehr Funktionen für die Glocke. Schaut euch das bitte an. Wie gesagt, bleibt informiert. Auch für den nächsten Test, dann auch für das Review von dem Staubsauger. Es folgt auch noch das Review endlich vom Huawei P30 Lite, das ich für die Insiders nicht testen durfte.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich auch bei euch bei strahlend gutem Wetter und echt heißen Temperaturen. Da steht einem schon mal der Schweiß auf der Stirn. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Ciao.